Vorstellen, ich bin Klaus Petersen, ich bin seit 2005 hinter diesen verdammten Fliegern hinterher und habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, trotz meiner angespannten Gewerbetätigkeit in Schöneberg. Ich habe das jetzt aufgegeben und habe mittlerweile Rentenalter erreicht und muss mit meinen 1000 Euro jetzt hinkommen. Mann. Es geht. Vorher habe ich 500 Euro verdient, jetzt habe ich 1000 Euro Rente. Ich stehe also besser. Ich bin besser da als vorher. Und ich habe Freizeit und ich kann schlafen, solange ich will und so weiter. Aber was mich stört, draußen am Balkon, die Kondestreifen, die kann ich nicht akzeptieren. Die müssen weg. So. Noch einiges zu meiner Laufbahn. Ich bin hier naturwissenschaftlich gebildet und Lehre, Studium und habe 10 Jahre als Entwicklungsingenieur gearbeitet bei der Firma Bogen, Siemens, Telefunken und habe also die Elektromechanik, die Verhältnisse um den Elektromagnetismus total beherrscht. Deswegen ist mir auch klar, dass es hier Flugobjekte gibt, die also Levitationsantrieb haben, die manchmal über Berlin zu sehen sind. Die habe ich fotografiert, ich fasse es nicht. Ich komme da angeflogen wie ein Schmetterling, glitzern in der Sonne und bleiben mitten in der Chemiewolke drin stecken und machen eine Messung und fliegen weiter. Das kann nicht wahr sein, was ich hier gesehen habe. Und mit dem Fernrohr habe ich die Horten 22 neu entdeckt. Eine modifizierte Horten 229. Dass sowas fliegt über Berlin seit 2005. Das soll man sich mal vorstellen. Und kein Mensch erkennt die Flugzeuge. Und wenn man dann anruft am Tower in Tempelhof, dann sagen die, nö, wir haben nichts gesehen und so weiter. Nicht? Und die sehen nicht mal die Chemtrails jetzt. Die Piloten an einem Tower in Tempelhof sehen nicht mal die Chemtrails jetzt, als ich dann weiter nachgehakt habe. Ich habe dann intensiv 3-4 Mal angerufen und hat dann der Beobachter dann gesagt, ach, die Flugzeuge, die da oben in 10.000 Meter Höhe fliegen, die meinst du und so weiter. Und ich sag, die fliegen nicht in 10.000 Meter Höhe. Ich kann mit dem Strahlensatz ausrechnen, wie hoch die fliegen. Die hat so eine Breite, 50 Meter, und dann kann ich hier mein Lineal nehmen und meinen Daumen verschieben. Und wenn das in Deckung ist, kann ich eine Rechnung machen und dann komme ich auf 5000 Meter, manchmal 4000 Meter. Und das ist genau der Flugbereich, den die NATO hat sich reservieren lassen für ihre militärischen Operationen. Aber was ich noch nicht gemacht habe, ich habe dann jede Menge Anzeigen gemacht. Und seltsamerweise mit Hilfe des NSA, das soll man sich mal vorstellen, die wollten mich reinlegen. Weil NSA-Affäre weiß jeder jetzt, was los ist, NSA. Die spionieren überall rum. Ja, die waren sofort bei uns in der Neuschwabenland-Gruppe und haben gesagt, wer ist das, der da schimpft über die komischen Flugzeuge? Ja, bin ich hier. Nicht? Und so weiter. Ja. Wer hat das gemacht? Wer hat die Bundeswehr aufgefordert, die soll man nach dem Rechten sehen? Dann hat er, ach, Sie sind das. Dann mache ich für Sie mal einen Termin beim Landeskriminalamt hier am Kaiserdamm 1. Bitte schön. Dort bin ich seit 8 Jahren tätig und jedes Jahr reiche ich eine neue Anzeige ein. Jedes Jahr. Ich lasse mich nicht abschütteln und so weiter. Die haben damals bei dem Anzeigetermin 2005, nimm Platz, hol den Stuhl aus da. Ja, danke schön. Und 2005 haben die versucht, mir das auszureden und unter laufender Kamera vom NSA. Und das ist denen nicht gelungen. Mir ist da ein interessanter Satz eingefallen. Was mache ich denn nur? Das muss glaubhaft sein. Dann habe ich gesagt, wir machen das anders. Ich habe mich hingestellt, als ich gehört zum Establishment. Wir machen das anders. Wir machen Vollwärmeschutz. Wir dämpfen nicht die Sonne. Wir brauchen diese Chemieflugzeuge nicht. Und damit spart man ja auch CO2. Aber dass die ganze CO2-Geschichte unsinnig ist, haben wir jetzt festgestellt, ist alles Blödsinn. Die CO2 ist nie zu viel gewesen. Unsere Luft enthält nur 0,04% CO2. Und das, wir atmen gewissermaßen die falsche Luft. Guten Abend. Ach, war das schon da. Nimmst du Platz? Geht weiter. Wir atmen die falsche Luft und das hat auch sogar ein Geheimdienst rausbekommen. Wir haben hier die Erdgeschichte untersucht über 10.000, 50.000, 20.000, 100.000 Jahre und festgestellt, dass unser Planet schon mal 4% hatte. Und da haben die Dinosaurier gut gelebt und die Natur hat gut gelebt. Das Wachstum ist wie sonst was in Betrieb gewesen. Und wir sollten ruhig etwas mehr CO2 produzieren, also ist alles Unsinn zu sagen, wir müssen die Kohlekraftwerke abschaffen, das ist hier, und das ist mir neulich noch bestätigt worden von einem Agraringenieur. Ich denke, erzähl das nochmal, was du da festgestellt hast. Hier in Mitteldeutschland, es ist ja nicht Ostdeutschland, es ist ja Mitteldeutschland, hier gab es ja rundherum die Kohlekraftwerke von den Leunawerken und. Und diese Kohlekraftwerke haben sehr viel CO2 erzeugt und der positive Nebeneffekt, diese Gase schlagen sich nieder auf Grund und Boden und der Boden wird alkalisch gehalten. Der wird ja alkalisch gehalten, ich fasse es nicht. Und was ist jetzt über
überall sauer, sauer, sauer. Ich habe hier meine Verwandten oben in Schleswig-Holstein gefragt, was macht ihr gegen die Übersäuerung des Bodens? Ja, wir kalken wie blöd, wir kalken mehr als sonst. Nicht? Sie haben also bei jedem Ernte, nach jeder Ernte füllen die den Boden wieder auf oder düngen den auch mit Schwefel. Soll man sich mal vor, mit Schwefel, das, was hier aus den Kraftwerken rausgekommen ist, gratis, das bringen die jetzt in Westdeutschland auf den Boden, damit der Boden alkalisch wird, damit überhaupt ein Ernteertrag möglich ist, ein guter Ernteertrag möglich ist. Nicht? Der Ernteertrag ist ja, wenn ich mir habe, die Zahlen, die ich mir abgeben lassen, die sind ja 300% gestiegen, ohne dass man viel gemacht hat. Nicht? Seltsamerweise. Aber momentan ist das ein Problem. Die Ernteerträge lassen nach und man muss hier Schwefeldioxid und CO2 und hier Kalk streuen, um die Ernteerträge zu erhöhen. Gut, was habe ich hier festgestellt? Wir haben Mitstreiter. Wir haben Mitstreiter, die sich hier gegen hier die Chemtrailstreifen wehren. Und da ist zu erwähnen, Martina Flock aus Thüringen. Nicht? Was hat man mit ihr gemacht? Sie ist verunfallt worden. Die waren hinter ihr her, weil sie geschimpft hat über diese unmögliche Abzocke. Zum Beispiel bei den jungen Familien, die sich gerade verschuldet haben, ein Haus gebaut haben, können gerade den Putz bezahlen und dann kommt die Gemeinde an und sagt, wir müssen 25.000 Euro Wasseranschlussgebühren haben. Die ist auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, das geht doch wohl nicht. Ihr müsst doch mal die speziellen Fälle mal berücksichtigen. Wir können das nicht bezahlen. Und dann ist diese Frau auch noch aufmerksam geworden auf die Chemtrailerei, wie. Und sie ist von einer Ohnmacht in die andere gefallen. Und hat dann natürlich gleich den Ministerpräsidenten von Thüringen, wie hieß der? Bernd Althaus, den hat sie angesprochen. Und der muss also noch die alten Seilschaften in Bewegung gesetzt haben. Die haben die verfolgt, schikaniert. Und sie ist in der Kurve rausgeschleudert und verunfallt und rausgeholt worden aus dem Auto. Sie war nicht gestorben, die ist irgendwo inhaftiert. In einem CIA-Gefängnis, soll man sich mal vorstellen. Und dann ein anderer Mitstreiter aus dem westdeutschen Bereich, Norbert Steinbach. Norbert Steinbach hat auch immer gewettert über die Chemtrailerei und hat einen Mitstreiter gehabt, Peter Müller. Und der hat leider Gottes, bitte? Hannover. In Hannover, nicht? Ist er zu Hause und hat auch dann hier festgestellt, dass sein Kollege Peter Müller mit elektromagnetischen Strahlen bearbeitet worden ist. Der ist gestorben. Er ist gestorben worden. Wie so manche Leute, die sich hier mit... Hallo, nimm Platz. So, gut. Er ist gestorben worden, das soll man sich mal vorstellen. Blutverdickung, alles Mögliche hat er früh zu bekommen. Dann habe ich den nächsten Mitstreiter, Heinrich Kirwald, 82 Jahre alt. Heinrich Kirwald aus Bühl, in der Nähe von Karlsruhe, schimpft wie ein Rohrspatz über die Chemtrailerei schon lange. Er ist Diplom-Ingenieur für Bauwesen, Tiefbauwesen, Wasserwirtschaft und schimpft, dass hier die sowieso alle falsch gemacht werden. Das geht viel einfacher. Man muss die Natur benutzen, um hier das Wasser zu klären. Und diese ganzen mechanischen Einrichtungen sind überdimensioniert und falsch und viel zu teuer. Und wir haben das Nachsehen, wir müssen bezahlen. Wir zahlen ja für Wasser raus mehr als für Wasser rein. Gerade jetzt in Berlin muss man sich da hier sagen, was machen die mit uns? Ja. Schlimm, was die mit. Ich habe als hier Wohnungsbesitzer kriegt die Abrechnung immer und die muss feststellen, in 10 Jahren um 300% erhöht. Und wenn man dann sagt, die Hausverwaltung sollte sich endlich mal auch an den Senat wenden und diese komische französische Firma, wie heißt die, Alovea oder wie die heißt, die soll mal hier... Veolia. Ja. Die sollen mal hier Bescheid kriegen, dass wir das nicht mehr akzeptieren, was sie machen. Das ja, dann muss man drängeln. Das bitte? Haben die in Frankreich auch schon gemacht. Ja. Da gab es mal einen Bericht in Arbeit. Über 10 Jahre, die sind dann wollten nachher auch wieder zurück in die eigenen Hände. Ja. Die haben 300 oder 400 Millionen mehr bezahlt als üblich war. Über 10 Jahre. Ja, das ist also überall wird hier Abzocke gemacht und vor allem bei dem Kleinen, bei dem Endverbraucher wird immer gleich die Stromrechnung oder die Wasserrechnung erhöht. Das ist schlimm. Also ich musste dann persönlich bei Veolia Briefe schreiben und jetzt, dann ist auch die ganze Geschichte mit dem Wasser in Gang gekommen. Nicht? Also der Berliner Senat will ja die Wasserwerke wieder zurückkaufen. Mhm. Also vielleicht habe ich da auch etwas dazu beigetragen, dass hier eben die Wasserwerke stutzig werden. Aha, da ist jemand, der sich aufregt. Also die Hausverwaltung, die ich hatte, die hat also nichts gemacht. Becker und Gries war das. Wenn sie denn saniert sind, dann können wir sie wieder privatisieren. Ja. Und dann muss man immer noch die... Ich kann mich da erinnern, als die Wasserwerke verkauft worden sind, das war, glaube ich, unter der Senatorin Fugmann-Hesing, nicht damals mit Diebken oder so weiter. Da wurde die schon verkauft, die Wasserwerke. Also es ist schlimm, was die da alles hier gemacht haben. Man weiß, wie viel die sich in die eigene Tasche gesteckt haben. Das weiß man ja leider nicht. Gut.
Ja, dann noch zum Heinrich Kirwald möchte ich noch was sagen. Also er hat gedacht, hier in Berlin ist eine Truppe, da werde ich mich engagieren. Und er hat unsere Unterlagen genommen, hat die ganzen Fotos, die 1000 Fotos von den Fotos über Berlin hat er genommen, ist damit zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Ich fasse es nicht. Dort haben sie ihn auch hingestellt, ach Herr Kirwald, das kann nicht sein, was Sie da erzählen. Haben ihn abgewiesen. Also ich habe alles gemacht. Nicht? Was kann man denn noch machen überhaupt? Nicht? Oder Heinrich Kirwald hat es für mich gemacht. Ich habe ihm 1000 Euro rübergeschickt und dann hat er das gemacht. Also mit dem Rollstuhl, er ist Pflegestufe 3. Da hat er sich hinfahren lassen und hat eine Beschwerde gemacht beim Bundesverfassungsgericht. Heinrich Kirwald ist der Berufsgenosse von Alfred Herrhausen. Was ist mit dem passiert? Naja. Sagen Sie das? Von wem? Ja. Von wem? Nicht von der RAF. Nein. Nein? Von dem Establishment. Ist ja kaputt gemacht worden. Ich sag den Namen nicht. Ich will ja hier, wenn ich hier gleich den NSA wieder am Hals haben. Gut. Und, sag doch Rote Armee-Fraktion, Rothschild. Das sind doch alles Verschwörungstheorien. Das sind keine Verschwörungstheorien. Achso, du machst Spaß und so weiter. Du kennst genau, du weißt genau, was hier los ist. Ja. Also ich bin, diese ganzen Machenschaften bin ich dahinter gekommen, erst seit 2005, seitdem ich die Chemtrailerei bei mir vom Laden in Schöneberg habe beobachten können. Nicht? Was ist denn das und so weiter? Das kann doch nicht in der kurzen Strecke von der Flughafen Tempelhof, das ist nur 1 Kilometer entfernt und die sind schon in 3000 Meter Höhe. Das kann doch nicht sein. Die fliegen doch nicht in 45 Grad da oben. Nicht? Und dann seitdem bin ich dahinter gekommen und ich bin von einer Ohnmacht in die andere gefallen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir von diesen verrückten Al Gore, von dieser, das ist eine Agenda, das ist die CO2-Agenda, Al Gore hat das in Gang gebracht. Wir müssen CO2 sparen und wir müssen zahlen. Auch die ganzen Industriebetriebe, das ist doch auch unser Industriebetrieb, die leiden noch darunter, die müssen noch CO2-Quoten bezahlen, um überhaupt den Schornstein rauchen lassen zu können. Das sind wir da auch mit von betroffen. Wieso? Ich frage mich mal, wieso die Industriebetriebe sich nicht auf die Hinterbeine setzen und sagen, das ist alles Unsinn, wir haben doch noch genug Wärme rausgebracht und sich dagegen wehren. Das muss doch möglich sein, dass dieser Al Gore mal gestoppt werden kann. Habe ich recht, Martin, oder nicht? Ja. Na also, gut. Ja, ich würde ja nicht so sehr in die Politik gehen. Jedenfalls, ich habe hier oben in... Das muss doch alles sehen, wie bezahlt werden. Bitte, das muss alles, bezahlt werden. Ja. Ach, ich muss in das nächste Problem. Die Wasserkatastrophe habe ich jetzt genug erwähnt. Die nächste Katastrophe ist die Stromkatastrophe. Ja, was haben wir hier? Wieder einen ausländischen Konzern, Vattenfall. Vattenfall hat ja von Schweden rüber und versucht, den elektronischen Zähler, den Hartzähler hier zu verkaufen. Kann nicht wahr sein. Und soll ich noch was sagen? Ich war das Versuchskaninchen. Bei mir haben die seit 1995 den Hartzähler, den G3-Zähler bei mir im Laden eingebaut. Und ich wundere mich immer über Rückenschmerzen und über Gedächtnisstörungen und so weiter. Kann nicht wahr sein. 2 Meter hinter meinem Rücken war der elektronische Zähler von Vattenfall, der Hartzähler. Kann ja nicht wahr sein. Und als ich dann anrief und nach 10 Jahren... 1994 oder 2005, als ich dann anrief und sagte, meine Stromrechnung stimmt nicht und so weiter, ich will einen anderen Zähler haben, sind die sofort gekommen und haben den Zähler ausgetauscht. Die haben nämlich gewusst, dass ich langsam kaputt gehe, da körperlich kaputt gehe in dem Laden an diesem Stromzähler. Ich kann nur sagen, wenn Ihnen jemand so ein, wenn Vattenfall kommt und will Ihnen so einen Zähler andrehen, dann hier weisen Sie den ab, die wollen Sie nicht. Wir haben gehört, das ist also genug zu lesen über in Schweden, wo auch ein massiv dieser Stromzähler, dieser elektronische Zähler in Betrieb ist, dass dort die Leute krank werden und einfach dann ausziehen und die Wohnung nicht mehr benutzen. Aus irgendwelchen Gründen sagen die wissen nicht warum, aber sie ziehen aus, sie gehen woanders hin. Also dieser G3-Zähler, der arbeitet mit Hartfrequenzen. Der Vorteil bei Vattenfall ist, die können vor einem Büro sitzen, drücken ihr Zahl ein, wenn keine Gebühren kommen, brumms, wird der Strom ausgeschaltet. Aber das ist noch ganz anders drin, da soll ein Mikrofon drin sein und ständig Hochfrequenz da rumschwirren und, und. Also dieser elektronische Zähler ist also absolut schädlich. Gut, was habe ich denn? Ich habe dann der Vattenfall auch diese CO2-Geschichte geschildert, geschrieben und die haben geantwortet. Oh, haben die gesagt. Nicht, dann müssen wir ja unsere CCS-Speicherung überlegen. Haben die gemacht. Die machen keine CCS-Speicherung mehr, bitte. Habe ich auch etwas dazu beigetragen. Nicht, angeblich sollen sie jetzt die Kohlenstoff in der Nordsee verklappen. Nicht, aber diese CCS-Speicherung, die Komprimierung von Kohlendioxid in einem Erdreich, machen die nicht mehr. Also ich habe da trotzdem gekündigt, bin jetzt bei einer Schweizer Firma und zahle jetzt nicht 85 Euro, sondern nur 65 Euro. Kann ich nur, Nachahmung wird empfohlen. Ja, was soll ich noch erzählen? Was ist mit dem Dr. Ivan Götz? Der wollte doch kommen und uns unterstützen. Nicht?
Ich muss noch jemanden erwähnen aus USA. Diese ganze Geschichte mit der Chemtrailerei, die kommt ja aus USA. Und dort gibt es eine Namenscousine von mir, Rosalind Peterson. Ich fasse es nicht. Und die ist als Pilotin bei der Pflanzenschutzbekämpfungstruppe dabei und bestäubt da gegen Kartoffelkäfer mit ihren Sportmaschinen die Felder. Wundert sich, dann macht sich Gedanken, oh, ist das auch gut, was ich da an Chemie auf die Nutzpflanzen raufbringe, nicht damit der Kartoffelkäfer eingeht. Und dann sieht sie über sich da die großen, dicken Streifen ziehen. Sie ist auch von einer Ohnmacht in die andere gefallen. Und die ist sofort hin zur Regierung Washington und hat eine 300-seitige Petition gemacht, auch immer mit dem Ergebnis zum Schluss, von diesem Phänomen ist uns nichts bekannt. Man wird einfach auf die Rolle geschoben und dieses System, diese Agenda, Chemtrail-Agenda in den USA ist mittlerweile so verbreitet, die kann man gar nicht mehr stoppen. Es haben sich ganze Fluggesellschaften gebildet, die sagen, wir machen für dich auch Wetterbeeinflussung. Wenn du Regen haben willst, dann sag Bescheid. In den USA sind ja die Flächen mehrere hundert Hektar oder tausend Hektar groß und da lohnt es sich schon, mit einem Flugzeug da was abregnen zu lassen. Nicht? Diese ganzen Fluggesellschaften habe ich gerade heute im Internet gesehen, weil auch die Amerikaner sich ärgern über den harten Winter und machen sich Gedanken, wieso ist da jetzt plötzlich minus 30, 40 Grad. Und dann sagen die, guck mal, da ist eine Fluggesellschaft, die könnte das doch ändern. Die leben davon, die warten auf Aufträge, damit Regen und Sonnenschein gemacht werden kann. Soll man sich mal vorstellen. Aber die große Katastrophe in den USA sind auch diese Ausbringer von Aluminium, Barium, Strontium, was hier über die Leute gebracht wird, damit die, ja, ich muss das so zur Kenntnis nehmen, damit die krank werden, damit die mit Krankheit Umsatz gemacht wird. Und das ist auch das, was hier in Berlin auch einfach akzeptiert wird. Nicht die, wenn man hier die Leute von der unteren Ebene, der mittleren Ebene von der Verwaltung anspricht, dann sagt er, reg dich doch nicht so auf, wir können doch sowieso keine Rente bezahlen, wir haben doch zu wenig Geld, das macht doch nichts, wenn die Leute ein bisschen früher in die Kiste gehen. Das ist die Antwort von der mittleren Verwaltungsschicht hier bei uns. Das soll man sich mal vorstellen. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich habe das lange. Verfassungshochverräter. Bitte, das sind Verräter. Also das Verfassungshochverräter. Hochverräter sind das. Und deswegen wollte ich heute mit Dr. Ivan Götz mal reden. Wo bleibt er denn? Ist egal. Ja. Ist egal. Verfassungshochverräter. Ja. Dann haben wir hier, was ich noch gemacht habe, die Schwester des Senators, Dennis Kokillig. Die war hier in Berlin im Humboldt, in der Humboldt-Universität und hat hier oben eine Podiumdiskussion gemacht mit den hier Berlinern über die Beendigung des Irakkrieges. 2008 war das gewesen. Ich habe das Mikrofon geben lassen, Frau Kokinich, nicht? Not only Iraqian President is making poison in the air, also your army is flying over Berlin. Sie hat sich dann, die Zuhörer haben das nicht verstanden, ich musste das in Deutschland mal machen und sie hat dann hinterher geantwortet, wenn das so ist, dass da Giftflugzeuge über Berlin fliegen, dann gehen Sie doch zur Kanzlerin und die Kanzlerin muss dann zum Busch gehen, damit das abgestellt wird. Ja, bitteschön. Ich habe da alles gemacht, was soll ich denn noch machen? Ich bin also langsam am Ende angekommen mit den Möglichkeiten, auch mit unserer Politik, 10 Anzeigen habe ich gemacht und die 10. läuft jetzt und die Antwort, die liegt bei dem Herrn Wolf, Kaiserdamm 1, da können Sie alle hingehen. Der wartet auf uns. Der ist extra eingerichtet worden auf damals 2005 vom NSE aus. Herr Wolf, Kaiserdamm 1, Zimmer 231, lassen Sie verbinden, 935 100 und dann melden Sie sich an und sagen Sie, Sie unterstützen die Anzeige von Herrn Petersen und so weiter. Ich war neulich da mit der 10. Anzeige und die Antwort liegt schon da, die habe ich mir noch nicht geben lassen. Aber ich will die 11. jetzt machen. Es kommt ja immer mehr Schweinerei an die Tagesordnung. Was ich jetzt, wer hat meine Raum- und Zeitschrift da genommen? Was ich da gelesen habe, ist ja nicht zu fassen. Ist ja nicht zu fassen. Diese Chemie geht da rein in den Körper, über die Lunge. Und da entwickeln sich Lebewesen im Körper. Und die bewegliche Plastikteilchen im Körper und die werden natürlich, wenn man einigermaßen Widerstandskraft hat, werden abgestoßen, drängen nach außen und man kriegt Pubertätspickel. Das soll man sich mal vorstellen. Detlef, warum kommst du so spät? Mann, ach so, du warst draußen. Kein Parkplatz hier. Kein Parkplatz. Wo ist der Dr. Ivan Götz? Der wollte heute auch kommen. Und wollte mich unterstützen. Mit meinen Möglichkeiten, wie wir das abstellen können. Also das ist hier ausführlich beschrieben. Ich werde das noch einscannen und dann per E-Mail rausschicken. Das ist unfassbar, was hier auf Seite 66 alles zu lesen ist. So, und
43, 43, 74. Bahnhof Zoo gibt es die Raum und Zeit, ja, genau. Da war ich heute hin. 67 hier. Das ist was so anfangs aussieht wie Staub in der Wohnung. So, Sie müssen misstrauisch werden, wenn da so Staub in der Wohnung ist, was sich als Knäuel zusammenschiebt und was rot und weißlich ist. Rot und weißliche Fäden. Und das ist absolut von diesen Chemtrail-Flugzeugen gekommen, das sich auf Fußboden breit macht. Und das knäuelt sich zusammen und entwickelt sich zu einer Larve. Das soll man sich mal vorstellen. Da sind energetische Teile drin. Da entwickelt sich ein Lebewesen. Das ist unfassbar. Was hier momentan hier herausstellt und was diese, da ist der Raum und Zeit Herausgeber, der berichtet ausführlich darüber und was da gemacht wird. Ja, ich kann nur sagen, wir haben hier in Berlin kaum morgenlunche Fälle. Die Krankheit, die entsteht, ist ja die morgenlunche Krankheit. Juckreiz und Pubertätspickel im hohen Alter, unfassbar. Du hast auch Immunkraft entwickelt und so weiter und dich betrifft das nicht. Und ich habe hier noch zwei gute Hilfsmittel mitgebracht. So. Kevin, du könntest doch auch einen kleinen Vortrag halten. Ich bin gleich fertig mit meinem Vortrag. Einmal vorlesen hier. Ja. Du hast frei. Gut. Aber wir kriegen uns schon eine Reihe. Gut, was können wir also machen? In der Politik habe ich keine Möglichkeit. Ich habe keine Leute gefunden, auch der Gesundheitsminister, die Renate Künast, die habe ich persönlich angesprochen in Schöneberg. Nachdem ich es versucht habe, beim dritten Mal ist er jetzt schon vorne fein weggelaufen. Wollte sich nicht mehr mit mir unterhalten. Nicht? Aber diese Bande ist ja, wie wir sehen, sind mittlerweile wieder am abklingenden Ast. Die haben keinen Zulauf mehr. Man sieht, die Bevölkerung kriegt mit, dass das Lügner sind und dass sie mit falschen Argumenten argumentieren. Ich lasse das mal rumgehen hier. Das ist ja letzte Aufnahme im Dezember vom Litzensee. Das ist unfassbar. Nicht? Ich bin da hier auch in der Litzenseepflege aktiv tätig, weil ich meine körperliche Fitness erhalten muss. Und jeden Dienstagmorgen bin ich wieder dran und werde hier da die Gehsteige etwas begradigen und die Binsen, die etwas umpflanzen. Man hat ja da am Litzensee eine Uferbefestigung gemacht und das ganze Grünzeug weggerissen. Wir sind dabei, das wieder zu vervollständigen. Ja, was können wir nur machen? Wir können uns selbst schützen, und zwar gibt es ein Getränk, siliziumhaltiges Getränk, das ist St. Margarethen-Heilwasser. Nicht? Das gibt es bei Hoffmann, also das soll also auch sehr gut sein. Und man muss seinen Körper alkalisch halten, bitteschön. Ich habe da mal eine Tüte Kaisernaht drin hingestellt, das kostet nur 1 €. Und da, wenn Sie jeden Morgen einen Löffel davon nehmen, in einer halben Tasse Wasser, der Körper ist innerhalb einer Stunde alkalisch, das gibt es gar nicht. Wie schnell das wirkt. Und auch unser Berliner Leitungswasser ist dafür geeignet, letzte Mal. Das ist total alkalisch. Ich habe es getestet mit diesem Lackmuspapierstreifen. Das ist total blau. Also eine halbe Tasse Wasser vorweg und einen halben Löffel Natron rein, dann sind Sie für den ganzen Tag geschützt. Und dann Vitamin C soll auch sehr gut sein. Vitamin C, diese ganze Büchse da, die kostet nur 1,99 Euro bei den D-Mark-Leuten oder bei den Apotheken, bei Ersatzapothekengeschäften, da ist das billig zu kaufen. Und man soll das allerdings nicht übertreiben, besser ist natürlich Apfelsinen und Zitronen essen. Die Zitrone sind unreif, ja, man muss eine Bio-Zitrone, man soll die sogar mit Schale einfrieren und dann... Oh, jetzt kommt er. Herr Dr. Götz, wir warten schon die ganze Zeit auf Sie. Vielleicht können Sie uns unterstützen, nehmen Sie Platz. Bist du fertig, Klaus? Am besten hier vorne, hier. Klaus, bist du fertig? Kann ich abschließen hier? Ja, ich muss noch kurz hier Dr. Ivan Götz vorstellen und...